Hallo liebe Zuschauer, heute mal wieder ein kleiner Techniktest und zwar wieder mit meinem Recorder Assassin. Und zwar habe ich jetzt eins heute getan, ich habe jetzt heute gesagt Pimp Your Kamera und zwar habe ich meine erste Kamera, die VG10, verbunden mit dem Recorder, den Sie ja von den vorigen Sendungen schon kennen und zeichne jetzt wieder in ProRes in hoher Qualität auf. Als Objektiv habe ich verwendet das Sony-Objektiv, das 1,8er, auch eine feste Brennweite, weil es auch eine sehr gute Schärfe-Unschärfe-Bereich eben zeigt. Man hat beim Assassin, jetzt kann man gleich einen Fehler, den zeige ich Ihnen jetzt gleich nachher, und zwar kann man sogar den Peaking ja anschalten. Peaking bedeutet dies, für den, der es nicht kennt, dass es dass an den Linien gezeigt wird, an einer gewissen Farbe, die sie mich aussuchen kann, ob an der Stelle das Bild scharf oder unscharf letztlich ist. Ist sehr notwendig, sowas zu besitzen. Da es oft in diesen kleinen Bildschirmen, die diesen Kameras ja gegeben sind, es nicht ausreicht, es zu erkennen. Diese Kamera, die ich Ihnen jetzt hier zeige, das ist meine andere Kamera, die zweite Kamera, die ich mir damals kaufte als Nachfolge der VG10, das ist die 20er. Und die werde ich im nächsten Test einsetzen mit dem Recorder und auch unter dem Motto Pimp Your Kamera. Mal schauen, was dann rauskommt. Einen Fehler hatte ich jetzt vorhin schon mal, das zeige ich Ihnen jetzt gleich, jetzt kurze Unterbrechung. Jetzt zeige ich Ihnen die Unschärfe jetzt nachher bei der vorigen Aufnahme. Sie sehen hier, es ist mir nicht gelungen, es scharf zu stellen. Die Schärfe hat sich verschoben aufs hintere Bild. Und zwar lag der Fehler daran, ich filme mich ja hier ganz alleine. Ich hatte es auf manuell eingestellt, die Schärfe. Aber das Peaking zeigte mir einen größeren Bereich, als dann tatsächlich es scharf gezeichnet war. Also die Peaking-Funktion haut nicht hin vom Assassin zusammen mit der Kamera VG10. Aber jetzt das andere. Ich habe Ihnen versprochen, immer ein Buch vorzustellen. Nicht so lange reden, damit wir Sie ja nicht zu sehr belasten. Aber wer Interesse an einem Buch hat, warum nicht? Und ich habe gleich einen weiteren Test dazu. Und zwar ist dieses für mich sehr wertvolle Buch ist geschrieben von Professor Pies. Professor Pies ist Professor an der Universität in Halle, an der Martin-Luther-Universität. Und zwar hat er dort den Lehrstuhl für Wirtschaftsethik. Der Titel des Buches lautet Regelkonsens statt Wertekonsens, ordonomische Schriften zum politischen Liberalismus. Sehen meine Menge an Anmerkungen. Und zwar hat Professor Pies zu seinem Buch einen Vortrag gehalten, den wir aufzeichnen durften. Den finden diesen Vortrag auch bei uns im Channel. Vom Inhalt des Buches auf einen Satz gebracht, kann ich alles vortragen. Und zwar stellt er die These auf, in einer pluralistischen Gesellschaft, der wir nun mal langsam immer pluralistische Nummer werden, durch Zuzüge, durch andere Dinge letztlich, haut es manchmal nicht mehr hin, das Zusammenleben rein, durch Moralvorstellungen, also was übertragen worden ist von Generation her. Dazu benötigen wir einfach eine gewisse gemeinsame Werte, also finden wir bitte einen Wertekonsens, Regeln, gemeinsame Regeln, dass das Zusammenleben friedlich ist. Das ist ein Ansatz, der vollkommen logisch ist, nachvollziehbar ist, recht einfach zu verarbeiten ist. Leider muss ich sagen, in der heutigen Diskussion, die wir haben zu den Sachen des Zuzugs, Asylrecht, ... wird diese Aspekte zu wenig herangezogen. Manchmal wird es nicht schaden, wenn unsere verantwortlichen Politiker vielleicht mal wieder mal ein Buch lesen und nicht nur den Spiegel lesen oder den Stern oder den Wahltrend lesen, die neuesten oder die neuesten Umfragewerte, damit sie ihren Job behalten, sondern sich vielleicht mal wieder theoretisch mit solchen Dingen ein bisschen auseinanderzusetzen. Lösungen gibt es für jedes Dilemma. Ich danke Ihnen vielmals. Bis nachher. Dann probiere ich es mit der Next VG20 aus.